Hallo meine Freunde und herzlich willkommen hier zurück zu Let's Play Together The Hunter 2014 mit mir und den Klingi. Hallo! Ja, danke. Ja, wir sind heute mal stylisch unterwegs. Ich hab nochmal schnell mir die Tarnfarbe ins Gesicht gehauen. Willst du mitspielen? Was ist denn das für ein Scheiß, Alter? Das ist so ein neues Kartenspiel. Nee, das ist für die Rentiere. Genau, können wir zusammen spielen quasi. Hast gemerkt, ich hatte den Würfel schneller zusammen. Ja, also, bevor wir jetzt gar nicht mal zur Rande kommen. Ja, es gibt eine neue Spezies, das sind Rentiere und das ist der Lockruf irgendwie dafür, obwohl ich den nicht so ganz verstehe. Für die männlichen, ja. Ja, aber was für ein Sinn steckt drin? Das wirst du dann schon merken. Naja, auf jeden Fall, ich bin wieder unterwegs mit der Magnum 7mm und der Armbrust und dann habe ich auch noch im Angebot den modernen Vorderlader. Dann ja, habe ich mich mal... Inline. Was? Den Inline. Genau. Dann habe ich mich auch mal nicht schlumpen lassen, 300 EMS für dieses ultra coole Visier hier auszugeben, mit dem ich sogar mit der Maus hier den roten Punkt steuern kann. Ich hätte mir das Geld lieber gespart, aber jetzt ist es auch zu spät. Hab sonst was dabei gedacht, wie cool das Ding ist. Das ist ja total cool. Wenn du den voll hochdrehst, den roten Punkt, brauchst du nicht mal schießen, da fallen die Tiere so um durch den Laser. So Artilleriesteuerung, ja. Laser ja. Und wir sind jetzt halt auf dieser Wintermap unterwegs, deswegen dementsprechend nur die Kleidung, weil es halt hier nur diese Rentiere gibt und ja, vielleicht treffen wir auch heute gleich eins. Schauen wir mal. Ja, aber ich zweifle dran, dass wir hier überhaupt was finden. Ach nee, das glaube ich nicht. Also das wird schon das. Ja, das wird schon, wenn wir einen Stein schießen. Ja, na gut, mit der Farbe im Gesicht. Naja, wenn ich mich neben die Tanne lege. Naja. Wenn ich mich neben die Tanne lege. Das sieht aus wie hingeflogen und in so einen Haufen Echtung rein. Puff. Naja. Aber weiße Tarnung hatten sie leider noch nicht. Das macht ja auch keiner. Da kannst du einfach eine Tüte Mehl mitnehmen und dann mal ganz kurz ins Gesicht schmeißen. Puff. Das reicht, denkst du? Das reicht. Aber bis jetzt hat halt auch noch keine Anzeichen, aber gut, wie gesagt. Klicke mal erstmal zu den See hier. Warum auch immer. Eisangeln. Eisangeln, ja, wenn es Spaß macht. Sieht er her was? Nee, bis jetzt noch nicht. Ja, also da kommt jetzt schon mit den Rentieren schon richtige Weihnachtsstimmung in der Hand auf. Fällt nur noch, dass ihr erinnert, dann dort leider mit dem Schlitten durchrammelt. Ich habe ein Rentier, ein weibliches Rentier, links von uns. Also, wenn ihr euch jetzt wundert, warum das bei das mir... Das ist ein Reh, kein Rentier. Ja, Roh, also eher Roh-Tier. Nee, das ist ein Reh. Ah, okay. Ein normales Reh. Das hast du doch gehört am Ruf, oder? Ja, nur ich hab schon gedacht, die haben halt den gleichen, fertig. Ja, deswegen klingt das Unlock-Ding wohl so wie Zähneknirschen. Das hört sich nicht an wie Zähneknirschen, sondern wie Playmobil bauen. Naja, auf jeden Fall, ich konnte auf der Webseite halt die Sprachen hier einstellen und jetzt haben wir hier halt alles auf Englisch. Naja, wird schon klappen. Naja. Geht schon gut los. Oh. Ich habe ein Rentier. Na, nimmst du das gleich weg mit der Armbrust, oder? Erstmal muss ich sehen.
Woher kommt der Ruf? Da kommt er unten aus dem Tal. Bei mir war das ein bisschen linkswärts. Aha. Kannst ja gerne mal rufen. Ja gut, angetrobt kommt die ja sowieso nicht. Dann rufen wir mal das Gerät. Gerufen. Hast du voll mit Gefühl gemacht? Also. Hab ich. Ich glaube, das ist wieder dieses typische, wir hören Tiere, aber wir sehen keine. Ja gut, in der Ruhe. Ah. Jetzt kommt er doch. Das ist hier drüben im Tal unten. Bei mir wird der Ruf, also da wird links von mir angezeigt. Ja, da wo ich jetzt hinschaue. Und wenn du dort hinschaust, geht es total steil runter. Ah, okay. Und das Tier wird nicht irgendwo auf dem Steil lang stehen. Ja, was machen wir da jetzt? Ah, ich sehe es. Drüben ist es. Slatschen berg hoch. Links hoch. Moment, das ist mein Menthol. Moment, das ist mein Würfelspielzeug. Nein! Ach doch, ich hab's dabei. Kein Farmplatz vergessen. Ja, das wär's jetzt wieder gewesen. Deswegen sieht ja selber, dass es hier vorne nicht hochkommt. Und deswegen läuft das jetzt dort vorne schon hoch und kommt dann hier wahrscheinlich über den Berg rüber zu uns. Oh ja. Dann bewegen wir uns halt mal entgegen, wa? Das können wir machen. Ja, hier bin ich. Hast du schon aufgezogen den? Was den Spieps, ja. So, ich hab's aus der Augen verloren. Da ist es doch, siehst du's? Läuft schon. Ah ja, da unten, ja. Wie viel Meter? 80. Das ist ein bisschen zu viel, das Guten. Ja, das könntest du mit dem nicht machen. Ja, das, weil sich das nicht richtig entscheiden kann, ist ja. Ich hab noch die Magnum dabei, ne? Die war jetzt ja nicht so laut. Du willst das jetzt gleich so wegnehmen, oder? Na, pff, mir ist das relativ. Rentiere sehr mal ähnlich. Ja, ne, wenn wir jetzt laut machen, ne? Das ist ruhig. Na, ne, Weihnachten dauert noch ein bisschen. Dann müssen sie wirklich so zu Weihnachten so in die Wände einführen, ne? Dass der Alte ja mit den Schlitten durch den Wald knallt, Alter. Du musst die Wische abschießen. Ja, aber. Na, no, du musst den dann abknallen. Es gibt dann so Bonus-Trophäe. Ja. Naja. Es bleibt stehen. Achtung, ich schieße. Echt dämlich, ja. Was ist dämlich? Das ist dänisch? Ja. Also ich will auf jeden Fall mein Geld zurück, das funktioniert nicht. Was funktioniert nicht? Und weg ist es. War das neben mir? Nein, das war vor dir. Honoré. Wieso, was funktioniert denn nicht, hä? Ja, ich habe jetzt den Laserpointer auf 100% gestellt. Ist nicht umgefallen. Nicht umgefallen, na, aber nicht lange genug. Musst du ins Auge zielen. Ah. Gut. Dann halten wir es diesmal fest. Klick hat's versaut. Ja, es war nur ein Reh. Ich konzentriere mich auf den See. Das sind irgendwelche Rentiere. Sind Rehe habe ich genug geschossen. Aber das Reh wird jetzt die Rentiere warnen. Nicht klar.
So ein Kleid zum Quatschen hin. Genau. Nee, verschickt eine Expresspost bei UBS. Ja. So ein Telegraph. Da einschreiben. Genau. Weit kann die auch nicht gekommen sein, ich weiß nicht, wenn die sich an den See unten erfährt. Ja, es ist schon, es ist aufregend. Was hier auf jeden Fall. Bin gespannt, wenn der erste Kommentar kommt, ist voll langweilig. Boah, hier gibt's doch genug zu sehen und zu gucken. Zu sehen gibt's ja genug, ist richtig. Ich sag, wir könnten wir gerne mal mit Landmaschinen hier durchrammeln, habe ich kein Problem. Das geht noch nicht. Ja, läuft irgendwas, Moment. Oh, hier oben, hier oben, hier oben, da kommt der andere her. Schnell nachladen. Oder er macht's selber. Entschuldigung. Das solltest du lautlos machen, verdammt. Echt? Ja, jetzt knallt er rum, jetzt brauchen wir nicht mehr suchen. Ja, ne, es müsste schnell gehen. Ja, da hinten, ja, jetzt sind sie vor der Zähne. Adler. Da macht der Schlitten über den Berg. Du Arsch, du Elender. Ja, da kam jetzt, muss man überlegen, wie weit der Ruf ging, ne? Da kam er angetrabt, sprich, der hat meinen Ruf, den weiblichen, gehört. Mhm. Du weißt aber, wann ich das letzte Mal gerufen habe. Trophäenwert 0. Ha. Ich würde sagen, es war ein bisschen zu heftig mit der, oder? Also verwundet, also ich habe Wunde Time 0. Ich ja. Habe Body, Schulter, also Schulterblatt und Spine 1. Was ist das? Also Spinne ja. 1. Also ich glaube am Rückgrat halt, also Wirbelsäule. Erste Wirbelsäule ja. Getroffen. Aber das, die Mumble war zu groß dafür wahrscheinlich, oder? Das ist. Ja, Alter, ist 7 mm Schiss. Ja, aber wahrscheinlich ist trotzdem alles zurück. Nicht, die halten nicht mehr aus, die Jungen. Deswegen solltest du ja auch nicht mit Flintenlaufgeschoss zum Beispiel draufschießen, sondern ja mit Repos. Ja. Weil das halt weniger Wundschäden macht. Ja. Ich habe immer noch ein Foto. Was, ein Foto? Ja, von außen war er unversehrt, das zählt ja. Ja. Hm. Ja. Na gut. Haben wir auch mal gehört, wie die Knarre klingt. Mal wieder. Gut, ich hatte noch nichts drin, weil wie gesagt, ich lade immer erst nach, kurz bevor ich zum Schuss komme. Ich dachte ja nicht, dass so lange. Du lädst immer erst nach, bevor du vom Schuss kommst? Da schmeiß ich erst die Mumble rein, ja. Achso. Weil vorher ist es nur zum Gucken gedacht. Aber jetzt hier, ich dachte ja nicht, dass. Ach, das 5 ist Minuten nach dem Ruf überhaupt noch da was kommt. Also wer weiß, wie weit das hier übertragbar ist. Du machst es eh aber nicht leicht, weißt du das? Da versuchst, da habe ich das jetzt versucht mit aller Kraft ins Zweideutige zu ziehen und der macht einfach stumpf weiter. Ha, das ist aber auch, weil zu der Hand passt sowas nicht. Naja, es passt überall. Wir hatten schon die Sache mit dem Weihnachtsmann, das muss für heute reichen. Ja, ja, das ist zu viel Gewalt für jede Folge. So, jetzt machst du mal ein schönes Foto, warte, ich mach mich noch oberkörperfrei, so. Hm, genau. Sieht echt. Bist du dann der Putin, oder was? Ja, ja, mach ich voll ein auf politisch. Alles also, mitten im Wald, also hier unten ist eine Spur, genau. Re-Roaming. Ach komm, ich tue selber analysieren, bis da mit seinem Englisch, da, ja. Naja, also stinknormales Reh, weibliches Reh, Status Roaming. Also Ausland. Ja, ja, das zahlt gerade teuer Internet. Zum Beispiel, ja, Roaming. Roaming. Das ist, wenn man billig so ein Huntermate kauft, weißt du, alles auf Englisch. Och Mist, für die deutsche Übersetzung hat das nicht gelernt. Nee. Roaming, ja, das heißt ziehend, ne? Ja, ja. Ja. Also ziehende Tarife. Das war dieses übrigens, was wir am Anfang gesehen haben. Das Reh. Hm. Also, oder gehört haben. Ja, wieder was gelernt. Ja. Lernen wir die Woche ein bisschen Englisch mit einem Clicky. Da bist du nicht. Genau an der richtigen Adresse. Genau. Da hast du definitiv dann auch alles verkehrt. Ja, ist mir relativ egal. Hauptsache wir versuchen's. Der Wille zählt. Richtig. I have a Plätzchen gebackt for you.
Plätschen, ne? Plätzchen gebacken. Kennst du das noch von Schwiegertochter? Oder guckst du so Dreckne? Nee, eigentlich gucke ich so ein Dreck, was ich gucke, wenn ich es mal einhab, oh, ein Elch zieht, dann gucke ich mal D-Max oder so. Also, das hat meine Mutter bloß auch schon mal erzählt. Irgendwie solche Dings nach England hoch. I have Plätzchen gebacken for you. Na, Plätzchen vor allen Dingen. Vor allem jeder weiß das, ne? Dass jeder, der mit Internet oder so zu tun hat, dass das Cookies ist ja was allgemein Bekanntes, ne? An sowas erinnern sie sich doch nicht, ne? Da geht's Plätzchen, I ne? have Plätzchen gebacken for you. Oh. Also hier sind zwei Hirsche, Rehe. Na, wie denn jetzt? Hirschrehe. Ja, ich habe wohl einen Elch jetzt hier. Ja, ach, meine ich doch. Ich habe noch eine neue Elchspur gefunden. Ja, pst. Hat auch Linda immer bei Pioneer Drive gemacht. So, meine Freunde, wir sind sowieso erstmal wieder fertig für diesen Part. Deswegen danke ich fürs Zuschauen. Ja, gibt der Folge eine positive Bewertung, sei es ja jetzt, wenn euch das Englisch gefällt. Und wir sehen uns dann weiterhin auf erfolgreicher oder auch nicht erfolgreicher Rentierjagd. Bis dann, haut rein. Tschüss. Tschüss.